Was passt zusammen? Was ergänzt sich? Was braucht wie viel Wasser? Welche Pflanze wird wie hoch und gibt sie vielleicht sogar ungünstig Schatten? Ein Hochbeet richtig befüllen braucht vor allem eins, eine gute Planung. Ich zeige euch, wie es geht. In der Praxis fangen wir an, mit einem guten Nährboden zu arbeiten. Unten als Drainageschicht mit Holzschnitzel. Das verhindert Staunässe. Als nächstes kommt eine Schicht Gartenkompost unten rein. Das wird dann mit einer Schicht Universalerde überdeckt. Dann folgt eine weitere Schicht Kompostiergut, wie Lasagne machen. Ganz zum Schluss folgt eine Schicht Universalerde. Jetzt können Sie nach Belieben pflanzen. Sei das ein Salatbeet, Gemüsebeet, Blumenbeet oder unsere Bio-Küchenkräuter, die sehr gut sind zum Kochen. Pflanzen, die viel Nährstoff brauchen, sollten am Anfang gepflanzt werden, weil dann die Erde noch am meisten Nährstoff aufweist. Ein Hochbeet mit Mischkultur anzulegen, ist immer eine gute Idee. Verschiedene Arten im gleichen Beet fördern das Wachstum und machen sie widerstandsfähiger. Die höheren Pflanzen kommen in die Mitte und die kleinen werden gegen Rand aus angepflanzt. So ist gewährleistet, dass alle genug Licht bekommen. Hochbeete können grundsätzlich dichter bepflanzt werden als normale Beete. Alle Tipps und was gut zusammenpasst, finden Sie in unserem Ratgeber.